Mittlerweile sind gut 5,5 Monate nach Beginn des weltweiten Groundings der Boeing 737 MAX vergangen. Das ist schon mal eine ganze Menge Zeit, aber damit ist es jetzt auch wieder Zeit für ein kleines kurzes Update zum Flugzeug, denn mittlerweile gibt es tatsächlich die ersten wirklich konkreten Informationen zu einer möglichen baldigen Wiederinbetriebnahme der 737 MAX. Damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Dieses kurze Update-Video, das gibt es jetzt, weil die Nachrichtenagentur Reuters vor einigen Tagen berichtete, dass Boeing die Kette aus Zulieferern, welche Teile für die Boeing 737 MAX produzieren, darüber informiert hat, dass die Produktion des Standardrumpflugzeuges ab Februar 2020 wieder in ganz normalem Maße in Standardmenge weiterlaufen soll. Standardmenge bedeutet 52 Maschinen pro Monat, nachdem man kurz nach dem Flugverbot der 737 MAX die monatliche Produktionsrate ja auf etwas mehr als 40 Maschinen reduziert hatte. Bereits im Juni des nächsten Jahres, also noch einmal 4 Monate später, soll dann die Produktionsrate der Boeing 737 MAX auf ganze 57 Maschinen pro Monat angehoben werden. Also nochmal 5 Flugzeuge mehr und auch darauf sollen sich die Zulieferer jetzt schon vorbereiten. Und diese Planung, das kann nur funktionieren, wenn Boeing es noch in diesem Jahr schafft, die 737 MAX wieder in die Luft zu bekommen. Daraufhin werden die gut 380 bereits ausgelieferten, jetzt bei den Fluggesellschaften geparkten Maschinen zusammen mit den mittlerweile über 230 vorproduzierten 737 MAX so schnell wie möglich mit Passagieren wieder in die Luft geschickt. So kommt jetzt langsam aber sicher also wieder richtig positive Bewegung in die ganze Nummer rein und das merken und zeigen auch die Fluggesellschaften. United Airlines beispielsweise bringt jetzt hin und wieder mal vereinzelt die ein oder andere 737 MAX aus ihrer Flotte zu einem anderen Standort, lässt die Flugzeuge jetzt also hin und wieder mal Ferry, also ohne Passagiere von A nach B fliegen und bereitet die Maschinen so auf eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme vor. Ähnlich ist es auch bei American Airlines. Ein Verantwortlicher der Fluggesellschaft zeigte sich in den letzten Tagen öffentlich sehr zuversichtlich darüber, dass die insgesamt 24 Boeing 737 MAX in der Flotte der amerikanischen Fluggesellschaft noch in diesem Jahr mit Passagieren wieder an den Start gehen können. Das klingt doch alles schon mal deutlich besser als noch vor ein paar Wochen. Und wer soll denn jetzt bitte einen besseren Kontakt zum größten Flugzeughersteller der Welt haben, wenn nicht United oder American Airlines? In der Zwischenzeit organisiert sich Boeing in enger Absprache mit der FAA, also mit der zuständigen amerikanischen Luftfahrtbehörde, möglichst unerfahrene Piloten, heißt es laut Reuters Information. Möglichst unerfahren bedeutet in diesem Fall, dass die Piloten, wenn möglich, nicht länger als ein Jahr ein Type Rating auf der Boeing 737 haben, in diesem einen Jahr aber mindestens einmal 737 MAX geflogen sind. Und mit diesen Piloten, mit diesen möglichst unerfahrenen Piloten, werden dann für die Zertifizierung Simulatorflüge absolviert, wo sie unter Beweis stellen müssen, dass sie selbst mit der 737 gut funktionieren können, wo aber auch unter Beweis gestellt werden muss, dass die 737 MAX mit dem Software-Update gut fliegbar ist. Die FAA wird ihre erneute Zulassung für die Boeing 737 MAX dann unter anderem auch auf der im Simulator beobachteten Performance der Piloten und des Flugzeuges erstellen. Und vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an eines der letzten Videos über die Boeing 737 MAX. Da haben wir schon einmal geklärt, warum diese Zeitspanne, die Boeing jetzt für das Wiederfitmachen der 737 MAX benötigt, so wahnsinnig groß ist. Es liegt nämlich daran, dass hier nicht einfach nur das MCAS umprogrammiert werden muss, um zu sagen, okay, du bist nicht mehr so mächtig und darfst nicht mehr so extrem eingreifen, wie es vorher möglich war, sondern hier wird eben vor allem ein Schritt weiter vorne angesetzt bei der grundlegenden Art und Weise, wie Flugcomputer in einer Boeing 737 funktionieren und vor allem, wie sie während des Fluges miteinander kommunizieren. Das Gerüst und auch die Art und Weise, wie sich das jetzt in Form eines Software-Updates in der 737 MAX umsetzen lässt, das steht mittlerweile alles. Es wird also wieder richtig spannend beim Thema 737 MAX, aber so motivierend das jetzt auch alles klingen mag, vor allem mit den halbwegs konkreten Zeitangaben, Februar 2020 oder dann auch Juni 2020 mit der erneuten Steigerung der Produktionsrate, am Ende des Tages entscheidet dann doch die FAA und ihr Zertifizierungsprozess darüber, wie schnell das Thema 737 MAX dann wirklich vom Tisch kommt. Und dann denke ich mir doch immer noch mal dazu, dass es ja auch einfach ein Passagierflugzeug bleibt und somit, wenn auch etwas indirekt, ja auch die Fluggäste über die Zukunft dieses Flugzeugtypen entscheiden. Und es ist heutzutage natürlich kein Hexenwerk, schon bei der Flugbuchung herauszufinden, mit welchem Flugzeugtypen einen die Fluggesellschaft da von A nach B schicken möchte. Und auch so, wie ich jetzt euer Feedback wahrgenommen habe, wird es dort einige Leute geben, die jetzt in Zukunft, zumindest in naher Zukunft, erst einmal einen großen Bogen um die 737 MAX machen werden.
Und mit der erneuten Zertifizierung bzw. Wiederzulassung der 737 MAX ist das ganze Thema ja auch wirklich noch lange nicht durch. Also so überhaupt nicht durch. Da mal eben ein Software-Update auf die 737 MAX aufzuspielen, das ist sicherlich an der ganzen Nummer somit der geringste Aufwand. Aber je nachdem, wie dann auch die Auflagen der FAA für das Training einer 737 MAX-Besatzung aussehen, wird es dauern, die 380 Flugzeuge zu reaktivieren und auch die 230 vorproduzierten Maschinen als Fluggesellschaft möglichst schnell einzuflotten. Und dann liest man mittlerweile auch immer mehr von irgendwelchen Klagen bezüglich der 737 MAX, also auch die finanziellen Nachwirkungen für Boeing. Die werden bei der ganzen Nummer hier echt nicht ohne sein. Nichtsdestotrotz bleibt die Boeing 737 MAX das vielversprechendste Flugzeug in der Boeing-Produktpalette mit mittlerweile über 5000 Bestellungen. Und wir können uns nur darüber freuen, dass bei diesem Flugzeugtypen jetzt bald endlich mal wieder ganz große, ganz konkrete Schritte nach vorne beobachtet werden können. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das kurze Video, das kurze Update zu 737 MAX hat euch gefallen. Großes Dankeschön geht heute nochmal raus an Jens. Vielen lieben Dank an dich für deine tatkräftige und großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Du weißt, du hilfst mir und dem Kanal damit sehr. Vielen lieben Dank an dich. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.